Fünfer habe ich. Oh, sehr schön. Der da noch und der da noch. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass mir eventuell noch ein Sechster entgegenfliegt. Komm schon, Baby, gib mir noch einen. Komm schon, Baby, das schaffst du. Wie soll man den effizient farmen dann? Los! Die würden ja aussterben an sich, wenn man immer noch vier ranpacken kann. Du bist mal mit nur einem, aber ich glaube nicht, dass es geht. Du kannst aufpacken, wie du willst, passiert nichts. Flup, 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 flup. Da ist einer entstanden, okay. Keine Ahnung. Lass schon erstmal stehen. Ja, und dann würde ich sagen, danke für die kurze Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge für das Haus hier noch habt, das ja momentan sich seiner Fertigstellung dann doch neigt. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge haben solltet, dann sagt sie einfach an. Schreibt sie in die Kommentare. Spammt mich regelrecht damit zu. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und ich hoffe, einige von euch, ich habe ja noch, die Folgen sind noch nicht raus, ich hoffe, einige von euch haben rausgefunden, was es werden soll. Ist ja dann so ein bisschen untergegangen, meine Frage, was das werden soll. Ich hoffe, einige von euch haben es rausgefunden. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich verbanne auch noch kurz die Erde. Ich bin gar nicht mehr da. Ich bin gar nicht mehr da. Nein, ihr braucht mir nicht zu. Tschüss. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguess. Wo kommst du denn jetzt her? Naja, okay. Und zwar... Ich habe das andere Texture Pack drin jetzt, ne? Ah, ist da. Sieht doch auch nicht schlecht aus. Und zwar möchte ich mal ganz kurz eine Ankündigung machen. Und zwar hatten wir ja jetzt in der letzten Folge hier gesagt, dass wir hier fertig machen. Was wäre soweit denn? Und hier unten, ich habe nämlich jetzt privat rumprobiert. Ich habe privat rumprobiert, ja. Ich habe ja hier noch ein paar andere Kopien gehabt. Und ich kann es mal ganz kurz zeigen eigentlich. Bam, 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 bam. Ja, ich habe mir auch ein paar Mods installiert. Dazu komme ich aber gleich erst. Kopie 2, Fragezeichen. Huch! Hat keiner gesehen. Nein, das hat keiner gesehen. Bum 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 bum. So, und zwar habe ich hier probiert, mal sowas zu machen. Ich... Ah. Oh, jetzt hat es jeder gesehen. Lasst mich. Wir gehen mal mit einer Fackel kurz rein. Und zwar hatte ich versucht, hier unten mal so eine Pilzform zu basteln. An sich funktioniert das auch ganz gut. Ich nehme mal ganz kurz einen Pilz. Dann nehmen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Knochenmehl. Und da konnte man dann hier den Pilz reinplatzieren, konnte da Knochenmehl drauf platschen. Dann konnte man hier hochlaufen. Und konnte meistens sein, der Pilz ist so riesig geworden, konnte man den Pilz dann hier perfekt so abbauen. Und da wollte ich dann halt mehrere Buchten nebeneinander basteln so. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so berauschend, dass ich da jetzt eine Pilzform draus machen wollte. Vor allem, weil es solche Riesenpilze mittlerweile ja auch gibt. Deswegen werde ich vorschlagen, dass wir, Let's Play, da ist es. Deswegen werde ich vorschlagen, dass wir einfach hier, habe ich gerade was dabei. Moment, ich zeige es. Ich demonstriere es. Moment, 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 Moment. Tam 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 tim tim tum tam tim tum tam tim 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 tam 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 tam. Ja, bleibt halt da liegen, ist mir egal. Flup 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 und flup.
Und noch ein wenig, das habe ich gar nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, dann packen wir da halt dann irgendwas Lustiges drauf. Auf jeden Fall lassen wir das so dann. Diesen Balken, da kann man ja vor vielleicht ein Bild hängen oder sowas. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall bleibt das dann jetzt so. Hier oben würde ich am besten, liebsten, größten, schönsten bisschen Erde drauf packen. Erde. Tja, also zum Mod, den ich gerade installiert habe, ich habe mir den DayZ Mod runtergeladen, einfach aus dem Grunde, dass ich heute Geburtstag habe. Ja, ich habe heute Geburtstag. Also nicht an den Tag, wo es rauskommt, sondern jetzt am 15. Da habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal zu meinem Geburtstag mir mal wieder so einen neuen Mod runterlade, einfach ein bisschen den Spielspaß hochzuladen. Zum größten Teil habe ich das gemacht, um den wegen der neuen Zombies. Es gibt dann wesentlich mehr Zombies, die auch wesentlich unterschiedlich aussehen. Und darum habe ich das gemacht. Der positive Aspekt ist gleich, zu den neuen Zombies sind noch neue Waffen dazugekommen, neue Verteidigungsmechanismen und sowas. Finde ich nicht unbedingt so schlimm. Ein bisschen von solchen neumodischen Schnickschnack kann man ja mal ruhig mit ins Let's Play nehmen. Ich bin ja bloß nicht der Freund davon, wenn es dann überhand nimmt. Aber so Waffen und so, die da ja eh sich verbrauchen von selbst, ist ja nicht so schlimm. Demnächst packe ich ja dann auch wieder, wie ich angekündigt hatte, ich komme gleich drauf, keine Angst. Wie hieß es denn jetzt? Der Evermod. Ach so, ja klar. Demnächst packe ich dann auch wieder den der Evermod rein. Und dann, oh, ich habe eine Hose gefunden. Was ist das für eine Hose? Kettenhose. Ah, ne, die ziehe ich nicht an, ganz vergessen. Ja, wenn ich dann den, wenn ich dann den der Evermod drinne habe, dann wird das recht cool, da können wir uns verschiedene Dinge immer mal so machen, mal das ein bisschen, mal hier ein bisschen. Also die Abwechslung wird auf jeden Fall nicht abnehmen. So, dann tue ich mal meine Diamantrüstung wieder anziehen. Wollen wir gleich mal gucken, wie viel die Reparatur der Diamantrüstung kostet, damit wir die auch nicht verlieren. Weil die ist doch recht gut. Achso, ja natürlich. Tut mir leid. Wie konnte ich das vergessen? Schweinchen. Oh, ich höre es, brauche mein Zeug. Ja, da haben wir gerade keine mehr dabei, sonst würde ich das gleich zumachen. Na, dann kommt mal her, ihr Schweinchen. Na, wer will noch? Wer hat noch nicht? Ihr habt schon, du da willst noch. Du da noch. Und haben wir hier noch ein Schweinchen? Noch ein Schweinchen? Oder? Nee, der hat schon. Du? Ja, hier, ich will aber keiner mehr von euch. Alle rennen hinterher, aber keiner will mehr. Dann behalte ich es halt. Oh, was ist denn das da? Das ist doch noch eins. Nee, auch nicht. Okay, schade. So. Doch, Schere habe ich dabei. Das ist wunderschön. Da kann ich nämlich gleich ein bisschen Wolle mitnehmen. Oh, Wolle. Wolle. Habe ich ein bisschen Farbstoff dabei? Nee. Warum habe ich die nicht an? Achso, ich habe die Hose an. Ich habe die Hose im Let's Play hier an, ne? Nicht so Kreis. So. Es gibt nur einen kleinen Nachteil bei dem Mod. Und zwar habe ich wirklich in sämtlichen Foren geschaut. Entschuldigt übrigens, falls ich mich ein bisschen kränklich anhöre und vielleicht ab und zu mal abbrechen muss. Ich kränke schon wieder ein bisschen an. Es ist wirklich eine Pracht bei mir. Immer wenn ich Urlaub habe, fängt es an mit rumkränkeln. Naja. Auf jeden Fall. Das einzige Problem, was es gibt. Es gibt keine Crafting-Rezepte für den Mod. Das heißt, ich kann ab und zu mal rüberschauen, wie es normalerweise aussehen soll, aber direkte Crafting-Rezepte für den Mod gibt es nicht. Das heißt, ich habe es ja nicht gefunden, wenn es einer von euch findet, dann wäre ich euch verdammt dankbar, wenn ihr es in die Beschreibung packen würdet, die Verlinkung. Ansonsten spielen wir halt ohne das Eis. Graue Wolle, grauer Farbstoff. Orange. Und lila.
Okay. So. Ja, ich könnte mal da gleich ein paar Rezepte ausprobieren. Und ich weiß noch nicht, wie man nachlädt. Das ist alles noch ein wenig unschlüssig. Ich wollte das hier ablegen. Flup, 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 flup. So, jetzt haben wir auch Musik. Und dann würde ich mal sagen, habe ich hier irgendwo Eisen liegen. Eisentrichter. Eisen, da habe ich ein bisschen Eisen. Nicht sonderlich viel. Dann probiere ich es mal aus. Also weil ich das gesehen habe in dem einen Video, sollen dann auch... Der Mod ist installiert, das habt ihr auch gerade gesehen. Es waren 4 Mods installiert, also 3-mal für Forge und 1-mal für den Mod. Ich habe hier noch ein Mod-Menü. Das ist aber nicht wirklich irgendwie benutzbar, warum auch immer. Und die Waffen funktioniert, das habe ich da ausprobiert in der Kopie. Auch anderes. Ich habe bloß noch keine anderen Zombies gesehen. Ich hoffe, die kommen noch. Weil der eine ist irgendwie auf den Boden gekrochen, hatte keine Beine mehr und so. War schon recht lustig. So, ich probiere mal ganz kurz hier so ein... Nee, so nicht. So auch nicht. So auch nicht. Wo ist denn das? Achso. Schere. Also das eine war auf jeden Fall ein Nagelbrett, das weiß ich. Ja, das ist kein Nagelbrett. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass man vielleicht irgendwie so... Ach, alles klar, das sind Nägel. Alles klar. Ich stelle mir mal einfach ein paar her, weil ich es kann. Die positioniert man dann so auf dem Boden. Und dann läuft man rein. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Au, die war noch da. Huch. Okay, das war Nägel. Es gab da noch Stahldrahtzaun. Da weiß ich bloß gerade nicht, wie man den macht. Ein Block wird es nicht sein, nee. Dann gab es auch noch Gitter. Also so Stachel. Es gab einmal Stacheldrahtzaun und einmal Waschendrahtabsperrung. Ich nehme mal ein bisschen Kohle, habe ich hier da. Ich Eisenblock, Eisenerz. Ich wollte sowieso das ganze Eisen mal mitnehmen. Aus einem speziellen Grund. Hallo, lass mich raus. Was gab's noch? Es gab noch Was ist wieder? Huh! Ja, das passiert mir in letzter Zeit öfters jetzt mal wieder. Weil ich Optionen, Musik und Geräusche, flup, 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 flup. Nee, falsch, nicht gestempelt zeigen. Musik, das Wetter ist auch wieder falsch eingestellt. Ah, mein Gott, das muss ich aber auch jedes Mal ändern. So. Ich hatte mal probiert in der 1.0 Beta zu spielen, also der ganz, ganz alten Version. Und demnach stürzt mein Minecraft mal ab, weil das irgendwie noch buggy war und naja. Ich geh erstmal schlafen. Oder nee, ich guck mal ganz kurz, ob es neue Monster gibt jetzt. Wir schauen mal ganz kurz nach neuen Monstern. Mit Pfeilen aber. Wow! Stopp, 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 stopp. Hui. Ich gehe doch gerne nur mit Pfeilen aus dem Haus. Achso, ich habe noch welche da gehabt. Achso. Na dann. Schauen wir noch mal, ob es neue Bekanntschaften gibt. Oh, na gut, das war's dann auch schon. Stirb, stirb. Neue Zombies?